Welcome to L.A., Mo Wagner! Es ist halt Hollywood. Eine größere Bühne gibt's nicht auf der Welt. Der war sehr, sehr stressig. Also ich meine, es war total schön, dass es endlich da war und alle waren aufgeregt und so, aber man muss zum Brunch von der NBA, dann kommt man zurück. Die Draft ist erst um 7, aber man muss sich schon auf New York Traffic einstellen, eine Stunde im Auto sitzen. Das heißt, die Ladies in der Crew müssen sich schon um 4 fertig machen. Man selber muss sich dann irgendwann den Anzug auch anziehen und es dauert alles einfach eine Weile. Es war eine strange Kombo, alle so aufgebrezelt, ja, tolle Sachen an. Ein Auflauf von Menschen, hätte nie gedacht, dass sich da Leute für interessieren, ja. Ey, mein lieber Scholli, das hatte ich schon echt, man saß da 2,5 Stunden, jeder Pick dauert so ewig. Die 5 Minuten rattern da runter und man denkt, wann kommt man dran? With the 25th pick in the 2018 NBA Draft, the Los Angeles Lakers select Moritz Wagner. Man redet so viel drüber, man träumt davon. Also mit meinem Bruder habe ich so viel darüber geredet, mit meinen Roommates in College. Ich habe mir so viele Draft-Videos angeguckt. Man denkt da so viel drüber nach, aber so richtig beschreiben, also so richtig nachspielen, wie es sich anfühlt, kann man nicht. Mo Wagner took his team to the national championship game. This guy plays with a ton of energy, idolizes Dirk Nowitzki, big man who can play on the outside. Das ist schon ein unbeschreibliches Gefühl, ja. Mein Bruder ausgerastet ist. Für uns beide ist es halt so unser Traum, und das so zusammen zu erleben, also das sticht schon raus, wie der, das habe ich noch nie so erlebt und das werde ich nicht vergessen. Das war dann natürlich schon sehr, sehr schön, dauerte dann ewig mit den Umarmungen und so, er wollte auch wirklich jeden umarmen und war dann eben der glücklichste Mensch in den, auf Erden und ja, glücklich war in der Situation. Und das waren wir dann auch, ja. I signed a 4-year deal. I'm here, so I know what I bring to the table on the floor. Für mich ist der beste aller Zeiten. Ich glaube, es wird krass, also einfach im Staples Center zu sein und so hoch zu gucken. Und wenn man jetzt schon hört, dass irgendwie keine Karten in den Rafters für $700 verkauft werden, das wird schon heftig.